Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Strange Story of Brian Fisher. So. Ich bin immer noch am Rätseln, was ich übersehen habe. Ich muss doch irgendwas übersehen haben. Die Frage ist eben auch, Zahlencode, Computer, Projektor, Kamera. Amy. Irgendwelche komischen Dinge. Crawler 2. Und der dämliche Projektor. Ja, das ist mir klar, dass der Projektor da hinkommt an den Tisch. Das, soweit war ich schon. Aber wo ist der? Was ist das da? Mikro? Was steht da? Mikro Ink? Link. Sonst noch Fotos? Hier. Planet X. Bestimmt irgendwelche Dinge noch. Das hier hilft mir auch nicht weiter, ne? Nee. Ist das nicht für den Projektor? Ne, das ist die Kamera, ne? Eine Kamera. Hallo, Projektor, bist du hier? Computer, ja, ich würde den Computer so gerne, aber ich würde auch so gerne dieses andere, dieses Rätsel lösen. Warum ist da kein Bild, auf dem das Rätsel zu sehen ist? Dieses komische gedrehte Ding da. Was ist das? Irgendwelches Zeug. Achso, ich könnte das Licht mal wieder anmachen. Vielleicht hilft das ja. Ist das Foto noch da? Ja, das Foto ist noch da. Sehr gut. Was ist das? 35. 15.100. Amy. Darauf kann man nicht wirklich irgendwas erkennen. Das ist auch irgendwas. Crawler. Das ist, wie man das Ding aufstellt. Mikrolink. Ist ein Mikrolink ein Gerät? Ein Router? Cumulus 3 Planet X Fragezeichen.
gib mir doch einen Hinweis. Ein Hinweis, wie man dieses dämliche Drehding da lösen kann. Habe ich hier irgendwas, das mir hier weiterhelfen könnte? Was ist das da für ein Scheiß? Sie können dieses Element verwenden, wenn Sie sich vor dem Computer befinden. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Artikel aus dem Inventar ausgewählt haben, wenn Sie ihn verwenden möchten. Und hier steht einfach nichts. Wie kann ich diese dämliche Schatulle da öffnen? Dieses blöde Ding. Es nervt hart. Wüsste, warum das nicht geht. Denn ich hatte das ja schon. Ich kam ja schon raus. Hier ist eine Sackgasse. Das würde wiederum gehen. Ich würde hier durchkommen. Dann hier durch. Und dann hier durch. Aber warum geht das nicht? W-A-W-S-D. W-A-S-D. Kann ich auf den Pinöbel? Nein, kann ich nicht. Komme ich irgendwie hier raus? Kann ich das Ding hier verschieben? Nö. Das muss an der Stelle bleiben. Weißt du, so? Und dann so? Und dann so? Und dann so? Und dann so? Dann wären wir da drin. Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Was ist das Problem? Was ist das Problem dabei?
wenn ich mal, sagen wir mal, so rausgehen wollen würde, dann wäre das so. So nicht. So würde eventuell gehen. Nö. So würde eventuell gehen. Nö. Hä? So würde gehen bis hier. Und dann müsste ich hier eins haben, aber das bringt mir ja nichts. So würde ich höchstens hier oben reinkommen. So würde es übrigens auch gehen. So würde ich hier rumkommen und dann hier rum. Und dann müsste ich eben hier noch. Oh, so. Ach so, da verschiebt es das auch. Das kann ich separat verschieben, ne? Nein. Nein. Hä? Vorhin war ich doch hier richtig. Okay, nochmal. Ich will hier raus. So. Komme ich hier da raus? Nö, dann ist hier zu. Komme ich hier da raus? Hier will ich da rauskommen. Bis hierhin. Bis hierhin. Oder? Moment mal. So, so. So. Und wo ist die Öffnung? Hier. Also müsste der hier noch anders sein. Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht schon gehabt, ne? Also Leute, das fuchst mich. Das würde funktionieren. Bis hierhin.
ja nicht so, als hätte ich es nicht schon gehabt, ne? Also wir müssen wohl irgendwie in diese Richtung raus. So wie es aussieht. In diese Richtung geht wohl nicht. Na also... So, so und so. Wieso geht das nicht? Aber bin ich zu blöd? Das geht doch hier und dann da. Hier und dann da und dann hier. Dann da und dann hier und dann da. Kann ich mir dieses Ding da nochmal angucken? Bringt mir gar nichts. Okay, jetzt jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Da, 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 da. Wo ist das Problem? Dass sie zueinander passen. Müssen da alle Öffnungen zueinander passen? Da müssen alle Öffnungen zueinander passen. Ach so. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, die passen alle, nur der innere passt nicht. Und jetzt noch den. Und den wieder zurück. Ach was, leckt mich doch. Ist klar. Na toll. Ah, Leute, echt. So, dass sie zueinander passen. Toll. Optisch müssen die zueinander passen. Das hier ist ja jetzt easy. Glaube ich. Nein. Das war falsch.
Okay, hier, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da. Dann da, dann da. Alter Schwede. Tricky jetzt hier. Trotzdem noch. Ich krieg das noch in einem Moment. Ich krieg. Bäh. Okay, tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Halt, wir müssen hier lang. Nein, falsch. Hä, wie komme ich denn da unten rein? Achso, hier drüben. Halt. Hier, so. Und dann hier. Halt. Hier lang. Dann hier lang. So. Und dann hier durch. Und dann hier hoch. Hier rüber. Dann komme ich hier rein. Hier, zack. Und dann da runter. Und dann hier. Und dann hier rum. Und dann da. Und so. Und so. Und so. Und dann da rein. Alter Schwede. Und da ist der Projektor. Wer hätt's gedacht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist denn das für ein Projektor? Hört aber auf. Okay. Sie haben gefunden, Projektor. Freunde, Freunde, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei The Strange Story of Brian Fisher. Also, dass die da auch optisch so passen müssen. Eieiei. Gut. Ihr habt es vielleicht schon in die Kommentare geschrieben. Ihr wisst ja, ich produziere vor. Also, ich nehme jetzt gerade alles seit Folge 5. Seit Folge 5 nehme ich gerade alles am Stück auf. Also seit Folge 4 kann ich keine Kommentare berücksichtigen, weil ja ich, ja, wie gesagt, jetzt alles an einem Stück aufnehme, ist ja klar. Aber es tut mir leid für meine Dummheit. Sorry. Aber jetzt kriegen wir es ja hin. Keine Sorge, wir schaffen das. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.